Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Ulrich Schmidt. Ich bin Technical Consultant bei der Continuous GmbH in Gehrden. Ja, der Individual Vault, was verstehen wir darunter? Im Gegensatz zu einem vorkonfigurierten, fertig konfigurierten Vault, wie zum Beispiel den Continuous Fees, kann man einen Vault auch individuell konfigurieren, genau auf die Bedürfnisse des Kunden. Und in diesem Video möchte ich nun ein bisschen darauf eingehen und den Umfang und die Möglichkeiten, die man dabei hat, zeigen. Natürlich ergeben sich auch Vor- und Nachteile an der Stelle und zum Schluss würde ich noch mal kurz auf das Einführungsszenario zu sprechen kommen. Umfang und Möglichkeiten der Anpassung. Wie man sieht, gibt es da eine ganze Menge, was man in diesem Vault anpassen kann, angefangen bei Kategorien, über Lebenszyklen, Eigenschaften und so weiter. Viele, viele Punkte, die man an der Stelle anpassen kann und wir wollen uns das jetzt mal zumindest einige Punkte davon ein bisschen detaillierter anschauen und gucken, was da möglich ist. Fangen wir an mit den Kategorien für Ordner, Dateien und Artikel. Wenn Sie zum Beispiel eine Datei in den Vault hineinbringen, dann wird diese aufgrund von definierten Regeln verschiedenen Kategorien zugeordnet und jede Kategorie beinhaltet einen Satz von Eigenschaften, einen zugehörigen Lebenszyklus und auch ein Revisionsschema. Und je nachdem, mit welchen Anwendungen man arbeitet, kann man eben sich dafür verschiedene Kategorien mit eben verschiedenen Eigenschaften und Lebenszyklen definieren. In diesem Beispiel sieht man zum Beispiel, dass es E-Plan-Kategorien gibt. Es gibt eine Kategorie für Industrial Physics-Anwendungen und die üblichen Office- oder Internal-Anwendungen. Es wäre aber auch möglich, das ein bisschen schlanker zu gestalten, wie man das hier sieht. In diesem Fall gibt es eine besondere Kategorie Welding Part, weil der Kunde eben viel mit Schweißteilen zu tun hat oder hier eine eher projektorientierte Arbeitsweise, wo zwischen Projekt und einfach nur den Kaufteilen unterschieden wird. Lebenszyklen-Revisionsschema, auch das hängt mit den Kategorien zusammen. Auch die können individuell komplett konfiguriert werden, wie das für die jeweiligen Kunden erforderlich ist. Hier sieht man ein Schema, was noch relativ übersichtlich ist. Es startet mit der Allgemeinbearbeitung. Man kann auch umschalten in die interne Bearbeitung. Es gibt einen Prüfschritt, verschiedene Freigabeschritte bis hin zum Status ungültig oder ersetzt durch 3D. Aber wie gesagt, diese Lebenszyklen kann man individuell gestalten. Eventuell braucht man auch nur einen ganz einfachen Lebenszyklus oder hier eigentlich der Standard-Lebenszyklus, aber mit vielen Punkten, die bei den Statusübergängen dann im Hintergrund noch passieren. Denkbar ist auch ein Lebenszyklus mit mehreren Prüfschritten. Wenn irgendwelche Schweißprüfungen und Normprüfungen noch erfolgen sollen oder parallele Prüfungen, wenn verschiedene Prüfteams zur Verfügung stehen, dann kann man das dem jeweiligen Prüfteam übergeben. Also auch hier gibt es der Fantasie eigentlich keine Grenzen. Eigenschaften, das dritte Thema, was an den Kategorien dranhängt, auch die können jetzt individuell definiert und entsprechend an das vielleicht schon vorhandene Schriftfeld angepasst werden, sodass die Informationen, die im Schriftfeld auftauchen sollen, auch im Vault gepflegt werden, natürlich bidirektional. Und wenn wir über einen Vault Pro mit einer Übergabe an ein ERP-System sprechen, dann gilt das natürlich auch für die Artikeleigenschaften, dass ich die derart anlege und pflege, wie es das ERP-System erfordert. Hier sieht man schon, das ist ein Beispiel, wo ich mir zweizeilig Deutsch-Englisch gepflegt wird, weil das eben entsprechend im Schriftfeld hinterlegt ist. Oder hier sieht man ein Beispiel mit vielen Freigabeinformationen, wer wann revisioniert und freigegeben hat. Oder hier ein Beispiel, wo man im unteren Teil zwei Prüfer und zweimal das Prüfdatum hat, weil eben in dieser Umgebung ein zweistufiger Prüfprozess hinterlegt wurde. Dann auch ein Thema, was immer gerne und ausreichend diskutiert wird, ist der Nummerngenerator bzw. Nummernkreise, die man für Datei, Artikel und Änderungsaufträge jeweils getrennt definieren kann. Gerade wenn der Vault in einer Firma eingeführt wird, die schon länger arbeitet, dann sind ja bestimmte Nummernschematas im Rahmen der ganzen Firma bekannt. Es wird nicht mehr über den Dateinamen gesprochen, sondern es wird eben nur die Nummer sozusagen durchgegeben und jeder weiß, was damit gemeint ist. Und das kann man eben in einem individuellen Vault auch genauso abbilden. Man kann hier zum Beispiel verschiedenste Nummernkreise vorsehen und je nachdem, was für eine Art von Konstruktion anliegt, wählt man eben eine Nummer aus dem jeweiligen Nummernkreis. Das sieht man hier, also beim Speichern würde dann der jeweilige Nummernkreis ausgewählt werden. Oder man macht es ganz einfach, dass man nur zwischen einer allgemeinen Produktnummerierung und zum Beispiel einer Teilekonstruktion unterscheidet. Wie gesagt, je nach Erfordernissen ist das individuell konfigurierbar.
Dann auch damit verbunden sind die Regeln für Konstruktion kopieren. Im Word kann ich ja vorhandene Konstruktionen recht einfach kopieren. Aber was soll denn mit den Eigenschaften für die neue Datei passieren? Je nachdem, welche Eigenschaften man festgelegt hat, müssen diese dann eben auch inzwischen zurückgesetzt werden oder auf irgendwelche Vorgabewerte gesetzt werden. Beliebter Diskussionspunkt an der Stelle ist immer, wenn ich eine Datei kopiere, bin ich der Erzeuger der neuen Datei oder ist es immer noch der Originalkollege, der die Datei erzeugt hat? Auch das kann man dann entsprechend einstellen. Ablagestrukturen für Dateien. Der Vault arbeitet ja mit einer Ordnerstruktur. Auch die muss festgelegt und definiert werden. Und bei dem individuellen Vault haben wir da natürlich alle Möglichkeiten, wie wir uns das überlegen, wie wir das gerne haben möchten. Entweder hier nach irgendwelchen Nummern oder hier nach Maschinentypen und Untertypen oder einfach hier eine Unterscheidung einfach nur Konstruktionsdaten oder vielleicht Projekt- oder Planungsdaten. Auch da gibt es wieder verschiedenste Möglichkeiten, wie man das konfigurieren und einrichten kann. Dann mittels den Contilos Job Tools, die wir noch dazu nehmen können, auch bei einem individuellen Vault, haben wir natürlich die Möglichkeit, automatisiert zum Beispiel PDF, DXF und STEP-Dateien zu erzeugen, noch viele andere Funktionen. Ich beschränke mich jetzt mal auf diese Geschichten. Dabei kann man dann natürlich auch wiederum die Ablage dieser automatisch erzeugten Dateien definieren. Sollen die, wie hier in diesem Beispiel, in einem extra Unterordner jeweils auftauchen oder sollen die einfach parallel zu den Zeichnungen liegen? Damit verbunden dann aber auch, welche Kategorie diese Dateien, diese PDFs bekommen, welchen Status sie bekommen sollen. Sollen die gleich als freigegeben gelten oder müssen die auch nochmal extra freigegeben werden? Auch das kann alles individuell festgelegt und entsprechend eingerichtet werden. Dann auch ein wichtiges Thema sind die Benutzergruppen zur gezielten Rechteverwaltung. Auch hier sind wir völlig dann frei und können genau definieren, welche Gruppen wir brauchen. Hier gibt es zum Beispiel zahlreiche Change-Gruppen, die für den Statuswechsel verantwortlich sind. Es gibt Permission-Gruppen, die für die Dateiberechtigung zuständig sind. Und zusammengefasst wird das dann in den Gruppen, die in diesem Fall abteilungsweise definiert sind, dass jede Abteilung eben auf ihren Dateien entsprechende Rechte hat. Und davon nochmal abgesehen, je nachdem, welchen Status der Mitarbeiter hat, ob er reiner Viewer ist oder ob er auch irgendwas bearbeiten darf. Hier ein ähnliches Beispiel. Auch hier sind verschiedene Abteilungen beteiligt, die sich gegenseitig so ein bisschen verriegeln, dass nicht jeder überall dran rumfummeln kann. Dann, wenn wir über die SAP oder ERP-Übergabe sprechen, sind natürlich auch Artikeleigenschaften und Stücklisten wichtig. Auch das kann komplett angepasst werden. Hier in dem Bild sieht man zum Beispiel die zweite Spalte, eine SAP-Nummer, die gepflegt wird. Oder weiter hinten diese Spalten Formel, Länge und Weite, wo man auch gleich halb solche Informationen mit übergeben kann. Zum Beispiel die erste Stücklistenzeile ist eine Kabelrinne. Davon sind zwei Stück, Menge zwei, erforderlich. Aber die Länge wurde hier nochmal extra definiert mit 450 in diesem Fall. So dass eben nicht nur ein 5 Meter Kabelkanal bestellt wird, sondern auch gleich die richtige Länge in der Bestellung einfließt. Womit wir eigentlich schon wieder bei dem Thema Halbzeuge sind. Und auch dort gibt es Zusatztools, die wir individuell einrichten können, dass zum Beispiel, wenn hier der Konstrukteur einen Pfosten zeichnet, dass ihm gleich entsprechend das Halbzeug, muss er natürlich angeben, Blech 20 und auch die Rohmaße muss er mit angeben für den Zuschnitt. Aber in der Stückliste erscheint dann automatisch dieser Halbzeugknoten und muss nicht extra manuell gepflegt werden. Auch solche Möglichkeiten gibt es an der Stelle. Womit wir dann schon bei dem Thema sind, individuelle Zusatzprogramme eben für diese Stücklistenübergabe, für Halbzeuge oder auch Langtexte, was auch öfters mal gefragt wird. Diese Zusatzprogramme landen eigentlich immer in so einem Kontextmenü bei uns, wo sie dann entsprechend aufgerufen werden können. Und hier sieht man zum Beispiel, wie solche Langtexte dargestellt werden könnten. In dem normalen Eigenschaftsraster vom Vault sind Langtexte ja ein bisschen kritisch. Man kann die zwar eingeben, aber man sieht eigentlich immer nur eine Zeile. Hier wird das eben vernünftig dargestellt, gerade wenn es auch wieder in Richtung Übergabe an ein ERP-System geht. Ja, das waren mal so ganz kurz ein paar Punkte von dieser langen Liste der Möglichkeiten. Und natürlich ergeben sich daraus gewisse Vor- und Nachteile, wenn ich mich für so einen individuellen Vault entscheide. Vorteile sind natürlich ganz klar, es entsteht ein Vault, der genau auf die Bedürfnisse, auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ich muss keine Kompromisse eingehen.
Der Void, der dabei entsteht, kann natürlich mit den Anforderungen wachsen. Wenn sich neue Anforderungen in der Firma ergeben, neue Lebenszyklen, neue Abteilungen, können die eingebunden werden, weil ich habe ja die komplette Hoheit über diesen Void. Und alle Mitarbeiter, nicht nur die in der Konstruktion, sondern auch die in der Werkstatt, die im Einkauf, die im Vertrieb, arbeiten mit bekannten Eigenschaften, mit ihrem bekannten Nummernsystem, was jeder kennt. Und auch die Arbeitsabläufe müssen sich nicht an den Vault anpassen, sondern der Vault passt sich ja an die vorhandenen Arbeitsabläufe an, sodass gerade diese konstruktionsfremden Mitarbeiter besser, sage ich mal, mit dem Vault klarkommen. Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile, wenn ich diese Arbeitsweise mache. Die Einführung des Systems dauert deutlich länger, als wenn ich einen fertig vorkonfigurierten Vault nehme, den installiere ich und am nächsten Tag kann ich quasi loslegen. Das ist hier natürlich nicht der Fall und das System muss natürlich im Vorfeld auch ausführlich getestet werden. Damit kommen wir eigentlich zum Einführungsszenario. Die passiert im Allgemeinen so in drei Abschnitten. Zunächst werden im ersten Abschnitt die Key-User bestimmt. Das sind Mitarbeiter der Firma, die die Firma und die Prozesse innerhalb der Firma gut kennen und die dann eben diese Konfiguration des Vaults verantworten. Diese Key-User werden bei uns erstmal normalerweise geschult auf dem Vault, einfach damit sie erstmal den Vault als solches kennenlernen, wissen, wie ein Vault grundsätzlich funktioniert und auch so ein bisschen das Vokabular eines Vaults erlernen. Und dann folgt der Workshop und mit diesem Vorwissen kann man sich dann im Workshop gezielt über diese Konfiguration unterhalten, wie die werden soll. Und wie gesagt, wenn das Vokabular klar ist, dann gibt es da kein Vertun, dass man aneinander vorbeiredet. Ergebnis dieses Workshops sollte ein Konzept sein, wo die Konfiguration des Vaults ausführlich beschrieben ist. Workshop dauert normalerweise ein, zwei Tage, dann sollte das eigentlich durch sein. Danach beginnt der Konfigurationsteil. Das heißt, dieser Vault wird bei uns erstmal in der Firma vorkonfiguriert. Alles wird entsprechend dem Konzept eingerichtet. Wenn wir über Zusatzprogrammierungen sprechen und die im Workshop festgelegt haben, werden die natürlich auch entsprechend ausgeführt und es erfolgt ein erster Test. Wenn das soweit in Ordnung ist, installieren wir dieses Testsystem beim Kunden und dann kann der Kunde ausführlich das System testen mit allen Daten und allen Prozessen, die eben für sein System wichtig sind. Natürlich wird es dann ein paar Probleme geben, das kann man nicht ganz ausschließen. Die müssen dann nachgebessert werden und dann erneut getestet werden. Und wenn nach dem Test alles in Ordnung ist, dann kann man dieses System quasi freigeben und hat dann das fertig konfigurierte Echtsystem, mit dem dann losgearbeitet werden kann. Die Dauer dieses ganzen Prozesses, wie gesagt, kann 2, 3, 4 Wochen dauern, je nachdem, wie viel Zeit sich die Key-User für das Testen nehmen und je nachdem, wie komplex auch der Vault definiert war. Soweit dieses kurze Video. Sollte eigentlich mal nur kurz aufzeigen, welche Möglichkeiten eine individuelle Vault bietet, welche Vor- und Nachteile sich daraus ergeben gegenüber einem Standard vorkonfigurierten Vault.